Dann Fariola, Asman, Watley. Und schauen Sie auf Startplatz 28, Dennis Öncü. Es hat heuer schon die 5 Kilometer lange Strecke der Aufwärmrunde. Wie Sie wissen, es gibt seit dieser Saison keine Aufwärmrunden in deinem Leben absolviert. Auf was schaut man da so genau? Um was geht es da ungefähr für dich? Ja, hier sehen wir noch ganz kurz. Ich finde es schade, dass es kein Warm-up mehr gibt, gerade für die kleinen. Ja. Wir könnten heute sogar einen neuen. Und jetzt gibt es einmal den Sprint, behält die Führung und alle bleiben zum Glück sitzen. Ja, sehr gut. Da haben wohl drei Klasse, da kann man jetzt gerade, wo es auf die langen gerade jetzt zugeht, viele wichtige Plätze gut machen, bleibt. Und wir sehen schon, schauen wir mal, Masia und Ayuma Sasaki haben da einen Plan. Ja, das war jetzt die, da wird es einige Windschattenduelle geben, das ist ganz klar. Masia vor Sasaki, Bertelli. Ja, der ist so ein bisschen untergegangen. Also wir haben viele erwähnt, nur ihn nicht. Und er ist sicherlich immer für einen Masia. Und Sasaki hat die den Speed von alleine hochhalten können. Muss man da versuchen, um nicht zu verlieren. Die Polezeit gestern natürlich, aber unter schlechten Verhältnis als Führender vor Sasaki und Moreira. Sandro hat schon angesprochen, Moreira mit einem super Start hat er. Gute Startphase hat auch der WM-Führende Olgado erwischt. Er hat 9 Plätze aufgeholt und ist jetzt 9. Auch. Aber leider nicht alle durchgekommen. Kelso. Der erste Crash im Moto 3 Raffe abgesessen. Ist da, so wie wir es gesehen haben, Sandro gut durchgekommen durch die nicht leichte Long Lap Penalty. Fährst du fast blind rein? Ja, eins der schwierigsten Long Lap Penalty, die wir so im ganzen Kalender haben. Aber wichtig, dass er da gut durchgekommen ist. Als 21. über die Ziellinie gekommen und man sieht so ein bisschen im Hintergrund, er hat den Anschluss nicht komplett den Speed aufrecht halten kann. Wird es dann für einen selber sehr, sehr schwer, irgendwann die Lücke aus eigener Kraft zu 3 Sekunden auf diese Gruppe, die verliert, wo man eigentlich schneller ist, wird es aus eigener Kraft ganz, ganz oft. Mal in der Anfangsphase, der junge Italiener, ja, man muss hält da jetzt wieder also Platz 3. Schon über den die Runde von Ayumu Sasaki, der alles daran setzt, Chama Masia da nicht abhauen zu lassen und Dennis schnappen seinen Rückstand auf den Führenden. Auf Chama Masia beträgt 8,5 Sekunden und dazwischen hat er jetzt damit. Ja, das Glück von Dennis Öncü könnte heute wirklich sein, durch das Qualifying gestern sind viele Piloten, die noch wird das Feld ein bisschen eingebremst und er hat dann die Möglichkeit, gerade hinten raus nochmal einige Plätze gut zu machen. So, die sind noch in der Gruppe, wo man einige Zeit braucht, um da sich durchzukämpfen. Momentan wäre nur auf Platz 3, aber es sind nicht mehr ganz 14 Runden zu fahren. Da kann noch so unglaublich Colombianer. Platz 10 für Olgado. Vorne Masia Sasaki und dann eine Sekunde Abstand. Gerade für Bertelli, die ihm wieder unheimlich viel Selbstvertrauen geben können. Man hat ein gutes Qualifying gehabt, man kann jetzt ein Rennen sein, wo den ganzen Überseetrip für ihn verändert, weil wenn man mit einem gewissen Flow in diesen Trip startet, dann... Denn über ihn und jetzt hat es ihn leider erwischt. Du redest vom Flow, ja, und der ist jetzt weg, denn er liegt... Gute Runden hat er absolviert und jetzt verabschiedet er sich in der Kurve 1, eine Kurve, über die wir schon so viel gesprochen haben. Da liegt man schneller, als einem lieb ist und ja, schade. Ich hätte es ihm wirklich gegönnt, wieder ein Erfolg sein. Ging heute leider nicht auf. Aber auch Colin Feyer, der fährt demnächst auf dem Podium sehen, wenn nicht sogar heute. Also er hatte im Trockenen, auch am Freitag, sehr, sehr hohen Speed. Daniel Old gleich das Duell zwischen dem angesprochenen Colin Feyer und Diogo Moreira. Niederlande ist da direkt jetzt hinter Colin Feyer. Das ist eine schöne Kurve. Furusato, das zieht sich da wirklich bis nach hinten durch und da ist alles möglich. Jetzt. Sie wissen auch, dass vorne Chama Masia unser lustig, denn da kommt Colin Feyer.
Er ist immer in der näher. Gruppe jetzt auch um Colin Feyer und Kalter Toba, der langsamste, wenn wir uns 59,8 Feyer 1,59,8. Also er muss jetzt wirklich aufpassen, seine Rundenzeiten da wieder ein bisschen statt, kann das ganz schnell auch mal Platz 4 für Ayumu Sasaki sein. Vorne mit einem Teamkollegen werden sich gleich duellieren um Platz 2. Feyer, zur Erinnerung, der nimmt auch Kaito Toba mit. Kaito Toba 4., Olgado 5., Olgado aber schon mit einem großen Abstand auf Sasaki. Da hinten wird es aber noch interessant. So, Colin Feyer hat da jetzt wirklich Zeit, sich darauf vorzubereiten. Auf der langen Kracher, auf den Fahrer. Ja, aufzuschließen, sage ich mal, weil man da so einen Zug vor sich hat. Er auch alleine unterwegs und wenn er jetzt die Möglichkeit hat, jetzt an Ayumu demnächst vorbeizukommen, ja, einer von den drei geht am Ende dann leer aus. Ja, aber es scheint da wirklich, dass Ayumu Sasaki da irgendwo ein Problem hat. Aume Masia war heute so stark, dass Ayumu gerade so mitgekommen ist, zu aggressiv hat fahren müssen und jetzt und er muss jetzt einfach schauen, dass er die zwei dahinter sich lässt. Jetzt greift Kaito Toba an, hat der. Danke fürs Hinbringen, ich gehe mal vorbei an dir und jetzt Kaito Toba auf Rang 3. Ersten Podestplatz und das wird noch ein harter Kampf werden. Podest und zwar immer vorher, 2022. Ja, zu schließen und dann geht es endlich wieder nach Hause. Ja, aber jetzt geht es aber die drei Runden. Und, genau, jetzt schauen und dieses. Dann ein Highlight natürlich für die Japaner, aber jetzt die letzten zwei Runden hier. Etwas mehr als 10 Kilometer. Einem sensationellen Rennen, 4,3 Sekunden. Mittlerweile sein Vorsprung. Sehr, sehr untypisches Moto3. Ja, meistert und macht da ganz, ganz wichtige Punkte gut im WM-Kampf. Da wird es eng und es geht sich einmal aus für Kaito Toba, der da ein bisschen übers Grund. Einen Punkt Vorsprung auf Sasaki. Wenn Sasaki nicht Zweiter wird, wäre Chama Masia mit dem Sieg auch WM-Führender. Das war klar, dass diese Track-Limits. Warnung, dass er will zum ersten Mal aufs Podest. Kaito Toba will wieder aufs Podest und Ayumu Sasaki will das einmal ausmachen hier. Ja, für Ayumu zählt es jetzt, diesen zweiten Platz irgendwie mit nach Hause zu nehmen, weil die er dann im WM-Kampf verlieren würde. Und wir haben da zwei Jungs auf Platz 3 und 4, die da was dagegen. 4 und Platz 5 in Misano. Das sind wirklich, wie Sandro sagt, ganz entscheidende Momente. Wir können in Valencia in der Endabrechnung dann fehlen. Ja, und jetzt wird es spannend. Also jetzt werden wir sicherlich, es müsste sich eigentlich ausgehen aus dem Windschatten. Nach 1,2 Kilometern. Die Berührung zwischen den beiden Japanern. Die kämpfen jetzt um jeden Millimeter Asphalt hier in Indien. Colin Feyer kommt, Chama Masia überhaupt nichts mit von dem, was da hinten passiert. Er ist über 5 Sekunden weg. Wer holt sich das? Sasaki ist Überholmanöver. Ein super Finish. Jetzt Zweiter. Richtig stark von Colin Feyer. Der gefällt mir richtig. Abgebrüht. Kommt. Was für eine Szene jetzt am Ende. Colin Feyer verabschiedet sich nach einem super Rennen. Und Kaito Toba, das haben wir jetzt gar nicht mehr gesehen. Kaito Toba auf Platz 2 vor Sasaki. Holgado 4., Alonso 5. Bisschen überm Limit und auch zwischen den Teamkollegen war da wirklich kein Platz mehr. Also da gibt es bestimmt noch eine Diskussion nach. Colin hätte es wirklich heute verdient. Also natürlich Aume Masia, bravouröses Rennen, weltmeisterlich, sage ich mal. Natürlich alle wollen aufs Podium, aber es ging schon ein paar Kurven vorher los, die Berührungen und ja, da ein bisschen zu schnell, geht da ein bisschen weit, kann vielleicht dementsprechend auch nicht einlenken, weil vielleicht die Verzweiflung in der Box und bei Colin Feyer und purer Spaß bei Chama Masia. Zweiter. Und der Ayumu Sasaki.